So, nachdem wir überraschend permanent wirklich gespielt haben von Anfang bis Ende, können wir ja uns an Miasma noch mal ein bisschen heute Nacht dran trauen. Wo wir sogar wirklich noch ein paar Nebenmissionen haben. Wobei ich da wirklich überdenke, Himmelswall 9 bis 11, wir sind Level 8. Das Problem ist einfach, wenn ich bei den Ruinen weitermache, ne? Da geht's dann irgendwann zu Ende. Dann heißt es ja, warte bis zum Release. Und das will ich einfach nicht. Ich möchte nicht das Ende erreichen von der Beta-Branch. Skywell, Vice's daughter better be out here. Keep an eye out for Faye. Word up, dildos. See that spooky house over there? Inside, there's a locked box. Passcode for the box is 666. Take the chips and share them with me. 666 kann ich mir merken. Der Proof, der ist verliebt. Aber daraus habe ich auch kein Geheimnis gemacht. Mein Gott, weißt du, dann kommt irgendein Wort, was so ein bisschen wie Dildo klingt und sofort der Chat, als wenn eine Explosion wäre im Raum. Was, was? Hat die Penis gesagt? Kannst dir nicht vorstellen. Oh, Nichan! Warum gibt es eigentlich hier überall neue Gegner? Und sei mich gleich hier alles so ganz marginal abfuckt. Weil ich gerade die Treppe suche. Was ist los, mein Schatz? Hm? Ich weiß, ich habe mir was zu essen geholt. Das ist aber nicht für dich. Nein! Ah, ich hang fest. So, ich kann nicht mit einem Schuss töten. Naja, da hätte ich auch ein Menü benutzen können.
Okay, versuchen wir zuerst den Hexendoktor zu erledigen. Das ist sogar ein kritischer Treffer gewesen. Na, jetzt haben wir die anderen hinten auch noch alarmiert, aber was willst du machen? Ich hab dich hochgehoben. Und ich weiß, du willst da unten was holen. Ah, da oben wäre noch ein Schädelbrecher gewesen. Hätten wir auch noch Feuer töten können. Und auch den Speer. Die Deckung hier oben ist ja auch kaputt gegangen, ne? Super ätzend. Ja, aber 2152. Das müssen wir nochmal machen. Da muss mehr getötet werden vorher, sonst werden wir niedergemäht. Alles gut, Dicker. Und da ist der Levelaufstieg, den ich auch gerne vorher habe. Hält Simon gegen Rückschussfeuer innerhalb des gewählten Gebiets automatisch Reaktionsschüsse ab. Was machst du da, Hund? Versuchst du zu betteln? Ein kleiner Stinker bist du.
Und was ist los mit dir? Spinnst du gerade? So ein bisschen, ne? Aus unerklärlichen Gründen leckt er meine Shorts ab, aber naja, so ist das halt manchmal. Will auch Knabberkram haben von mir, weil kriegt er nicht. Ja, wir können das schaffen, ohne entdeckt zu werden. Watching y'all do your thing. Seriously, what do we got? Two chips. Choose one. I'll take the other back to Pops. Yeah, wir haben schon Schrumpfer-Chip. Till next time. Alte Schulen am Glückshügel. Ach, ist das Falsche. Wir müssen einen weiter hoch. Er hat schon eine Möhre bekommen übrigens, als ich ihn mir meine paar Chips hier geholt habe. Mein Hund gönnt mir halt nichts. Ich habe mir heute Essen gemacht und sitze morgens im Bett und werde angegafft von meinem Mops und von meiner Freundin von den Seiten. So in Form von, ja, und was ist mit uns? Wo ist unser Fressen? Denken Sie auch nur, ey. Danke. Guten Abend, Phil. Das gibt ja genauso wie beim früheren Spiel der Entwickler Waffen für die Charaktere. Wo man neue finden kann.
Es ist mehr RPG. Also beziehungsweise... Charaktere haben halt eine richtige, wie soll man sagen, Geschichte. Also es ist eher ein Rundenstrategie-Spiel mit RPG-Elementen. Manche Spiele brauchen halt keinen Vorbesteller. Verkaufen sie auch so wie geschnitten Brot. Und das ist ja auch eine Sache, die zwischen Publisher und den Entwicklern abgesprochen wird, wie was abläuft. Das kann von Spiel zu Spiel immer variieren. Wenn ich mich recht entsinne, ist nämlich Corruption und Mutant Year Zero vom selben Entwickler damals auch nicht als Vorbesteller möglich gewesen. Es ist ja auch egal, es wird einfach verfügbar sein und jeder kann es kaufen. Der will. Ich wette, wenn ich Ahnung hätte von Konsolen, würde ich dir wahrscheinlich einige Spiele zeigen können, die zurzeit im Store sind, aber noch nicht zu kaufen sind. Aber ich habe mit Konsole nichts am Hut. So, die würden sich einander sehen. Ist alles hier echt so ein bisschen Spekulation. Wie war das denn nochmal mit ihm hier? Der hat doch irgend so eine Fähigkeit mit dem Handschuh gehabt. Das hier. Hat aber auch eine Ablenkzeit von 5, wo du einfach nur denkst, what the fuck? Kurz gucken, ob der Diskwerfer eigentlich still ist. Ich glaube nicht, das macht Krach. So, raus. Ich muss hierfür wieder eine Flasche schmeißen.
Mappe ein bisschen nah. Ja, aber ganz entspannt. Da habe ich den Schlawiner hier noch. Ach, weißt du, was man vielleicht auch noch machen könnte? Das Tackle mit dem ist vielleicht auch leise. Ne, das habe ich schon mal gemacht. Das Umschmeißen vom Gegner war laut. Weiter sagt Körbchen. Need to see this for myself. To me. This way. Ich glaube, ich habe keine Flaschen mehr. Follow my lead. Eine neue Kiste. Ah, da ist der Dick. Scheiße. Nice one. Komm nicht mehr schnell genug weg. Elvis, geh mal kurz runter. Glück gehabt. Archiv, mein Schlappschwanz.
Passt schon, zieh dich erstmal ein Stück zurück. Den kritischen Treffer auf den. Schön, sie seine Rüstung zerfetzt. Immer nach unten, Dix. Kannst von der Seite. Ein bisschen Flankierschaden machen. Und come on there. I'm waiting. Another one bites the rust. That's right, yeah. Schön von unten ins Gesicht. Okay, meine Leute sind alle fit. Ja, aber nur 27% Trefferchance. Sie geht wieder in der Entdeckung zurück.
Der ist so weit weg trotzdem. Da ist ein Loch. Namen Bockwurst. Ich fasse das nicht, du verfehlst bei 86%. Ich habe Showgunners nicht beiseite gelegt. Ich habe Showgunners erstmal nach hinten verschoben. Weil einfach andere Sachen gekommen sind. Dieses Spiel hier wird eine Wonne sein. Außer es gibt später im Spielverlauf noch richtig fiese Bugs. Das würde mich ein bisschen ärgern. Aber das Set sieht ja alles gut aus. Dieses Spiel wird, wenn man den Vorgänger, aber das frühere Spiel von den Entwicklern, Mutant Year Zero, genial fand, einfach ein Must-Buy sein. Es ist natürlich so, dass ich bemustert wurde, aber es wäre eins der wenigen Spiele, die ich mir wirklich auch so gekauft hätte, wenn ich nicht bemustert worden wäre. Auch bei 50 Euro. Mutant Year Zero hat auch 50 Euro gekostet, da konnte man noch ein bisschen meckern, dass die Spiellänge nicht so toll ist, aber mit Nebenmissionen hier alles, sind wir schon über der Spiellänge von Mutant Year Zero damals. Und wir spielen eigentlich in der Version, wo gesagt wurde, okay, du kannst die ersten 3 Stunden der Story spielen. Und irgendjemand im Chat hat mal gemeint, 30 bis 40 Stunden soll das Spiel insgesamt beinhalten. Und das finde ich für ein Taktikspiel mit einer linearen Geschichte, also in der linearen Story, schon eine ordentliche Zeit. Für mich sind eh die besten Spiele, die circa 40 Stunden dauern. Ab darüber kannst du mich super schwierig überhaupt noch die Spannung aufrechterhalten. Durch neue Gameplay-Mechaniken oder sonst irgendwas, dann wird das irgendwann zur Arbeit. Also meine Meinung. Mag sein, dass manche Leute einen Riesenspaß daran haben, 80 Milliarden Stunden irgendwie die Karte bei Assassin's Creed mit denselben Fähigkeiten abzufarmen. Aber das ist nicht meine Welt. Es kommt aufs Spiel drauf an. Wir reden von Storyspielen. Wir reden nicht von irgendwas anderem.
wo du irgendwie mit kreative Geschichten alles Mögliche noch basteln kannst oder andere Aufbaugeschichten machen. Es gibt zeitlose Spiele, die kannst du immer wieder spielen. Oh, ein Denkfehler vom Spiel übrigens sehe ich gerade. Kommst an den Mod nicht ran, glaube ich, wenn du den gerade nicht ausgerüstet hast. Da haben wir das Magazin-Upgrade drin. Das können wir hier drauf machen, weil dann sind nochmal 10% zusätzlich Crit gegen Menschen. Wobei. Ich weiß gar nicht, ob das beim Disco-Werfer eine großartige Wirkung hat, wenn ich den weiter schießen lasse. Und ich habe vergessen, ich wollte Verbrauchsgegenstände verwenden. Weiter sah, nicht nerven. So eine schlechte Reichweite. Gute Nacht, Wolfgar. Ah ne, ist wegen der Deckung. Ich flankiere den nicht richtig von der Stelle aus. Dann lass uns doch... ärgern. Oh. Mist. Overwatch noch nie funktioniert. Where do the bullets go? Aber es ist gut, dass du Showgunners gekauft hast und durchgesuchtet hast, weil das ein deutsches, sehr angenehmes Entwicklerteam ist, was ich ja damals auf der Gamescom auch getroffen habe, einen der Entwickler. Das haben die eigentlich schon verdient. Aber es ist halt wohl ein bisschen schwierig manchmal. Vor allem gab es sehr viele Verschiebungen für Showgunners, weshalb auch immer. Und das hat selbst mich so ein bisschen gewundert. Aber der Entwickler hat sehr oft mit mir gesprochen und meinte, entwicklungstechnisch sind die fertig. Also, ne? Der saß auf der Gamescom und hat mir gesagt, ja, wir sind fertig. Wir warten eigentlich nur noch, wann der Publisher meint, wann veröffentlicht ist. Es ist komplett spielbar von Anfang bis Ende, storytechnisch. Und dann ist fast nochmal ein ganzes Jahr vergangen, bevor es wirklich dann ein Release hatte. Mit einer Namensänderung und so weiter und so fort. Yeah.
Ja, sollte man Jagged Alliance 3 kaufen oder das hier? Ich finde, das ist nicht dasselbe. Ich glaube, bei Jagged Alliance 3 hast du am Ende... ...vielleicht wirklich mehr von. Ich glaube, JA 3 wird ein bisschen... ...weniger balanciert sein, aber dafür halt länger sein. Und das hier ist, sag ich mal, so eher so eine Sache aus einem Guss. Wobei, das ist ja auch schwierig zu bewerten. Bang, bang, it's yours. All yours. Pleasure doing business. Ich glaube, da ist eine Waffe, die ich überhaupt nicht benötige. Sweet gear. I'll take it. Medipod, Medipod, aufgesplittet. Don't get it twisted. Macht nichts. Hauptsache neben ist uns abgeschlossen. Ritual des Holzes 11 bis 13, das stelle ich mir wahrscheinlich nochmal so richtig schwierig vor. Also können wir uns auch die Hauptmission wieder begeben. Bockwurst hat übrigens über Showgunner gesprochen. Nicht über irgendwas, was jetzt gerade hier diskutiert wurde. Sag mal, bei Jagged Alliance 3 gibt es so viele Variablen, allein schon in der Waffenausstattung. Dann kannst du das modden und so weiter. Du hast halt das Konzept der Aufbaugeschichte. Weißt du, du musst halt Geld generieren, musst andere Söldner anheuern, mehrere Teams verwalten und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann, es hat sehr viel Anfälligkeit für Imbalancing und so weiter. Während du hier, das hat man auch schon bei Mutant Year Zero gehört, es ist halt wirklich sehr stark durchdacht und getaktet von Anfang bis Ende. Die Verhältnisse von Schaden zu HP zu den Gegnern. Welche Gegner kannst du mit Sneaky ausschalten, welche Gegner nicht? Welche Kombinationen gibt es? Das wirkt einfach vom taktischen her mehr in Guss als zu viele Freiheiten, die vielleicht dann den taktischen Anspruch auch mildern, weil du einfach zu viele Möglichkeiten hast, zum Beispiel auch viel zu stark zu werden. So wie wir in der Preview von Jagged Alliance 3 ja mit Scharfschützengewehren ganz schön overpowered wurden. So, ich glaube, hier hat man alles abgegrast. Und Hund, so egal, stimmt, hier waren die die Setzlinge mit den Bäumchen. Da sind nämlich Setzlinge, die sind zu stark, dass ich sie überhaupt töten könnte im Moment mit meinem Scharfschützengewehr. Hey, bist du bescheuert? Dafür kriegst du aber keine Belohnung dafür, dass du hier rummeckerst, Hund. Au. Du Arsch. Na, mit der meinen Finger an. Creating a new landscape. Why now? I feel something's making it angry. Holy shit, collectors? Who the hell are they collecting? Us. Hmm.
First family doesn't give a toss about little old us. Now they do. Remember that hologram I told you not to turn on? Shit. No one's ever survived a fight with these guys. But if we get fighting, then we sneak past them. Hallo, ich bin ja wohl stark genug, um einen Kampf mit denen zu überleben. Stick to the shadows. Keep out of their eye lines. Aber anscheinend darf ich nicht gegen die kämpfen. I'm the best sneaker here. Gegner sind in Trupps eingeteilt, von denen jeder über ein eigenes Symbol verfügt. Wenn ein Truppmitglied in den Kampf eintritt, treten alle anderen Mitglieder des Trupps ebenfalls in den Kampf ein. Das erklärt er mir jetzt. Da habe ich schon in 8000 Kämpfen Feuer gemacht, automatisch. Aber anscheinend müssen wir hier echt durchsneaken, weil die Gegner einfach Stufe 15 sind. Kann eine Kette elektrische Energie abfeuern, die mehrere Ziele treffen. Erzeugt ein Energieschild, um Schaden zu absorbieren. Können eine Stufe hochspringen, ohne eine Leiter zu benötigen. Warte, bis ich in den Busch kann. Was soll ich denn hier im Terminal machen, ey? Jagen mit Erfassenprofil. Definiere. Ziel mit geschlossenen Himmelsschiff aus Stahlgärten entkommen. Himmelsschiff auf Glückshügel gefunden. Ziel ist seit 85 Jahren auf der Flucht. Gilt als bewaffnet gefährlich. Kollektoren zur Erfassung des Ziels aufwerten. Priorität 1. Abgelehnt. Notfallüberbrückung. Romulus Zen. Fortfahren. Portalprotokoll heute. Aurora Prime an Tuskloy Labor an Aurora Prime. Stahlgärten an erste Fabrik an Stahlgärten. Fehlercode 424 Protokoll gelöscht. Schön, wenn der Durchbruch da gehört wird.
Also entweder ist eine der Karten hier vorne versteckt. Und du musst irgendwie mit Flaschen oder sonst irgendwas. Ich habe, glaube ich, keine Flaschen, ne? Zum Ablenken. Ich gehe mal Flaschen kaufen. Also auch wenn man beim Schiff durch den Busch schleichen konnte, müssen wir gleich nochmal gucken. If you're looking for deals, take cover, cause I'm about to make it rain. I don't do receipts, so pleasure doing business. 200 für Flaschen, ey. Die spinnen doch, die Flaschenverkäufer. Kann man auch nicht auch einen Stein schmeißen. Das ist nämlich genau die Sache, du musst die Flaschen nutzen. Sollte ihn in eine andere Richtung locken. Da hat er gespeichert, weil ich den weggeschoben habe. Ganz vergessen, bei jedem Kampf macht er ja einen Autosave. Investigating. Das ist die Bootshauskarte. Geh dahin, stell dich hin und beweg dich nie wieder weg. Erzähl doch nicht! Nur weil ich eine Sekunde mal sparen wollte von Zeit her.
Gibt halt noch Menschen, die noch andere Sachen zu tun haben. Irgendwann später kannst du die Kisten da holen. Jetzt gerade sind die halt einfach zu stark. Und dann den Waffen zu schwach. Brudi, hier wird nicht Brudi gesagt. Spendthrift Ruins. Baxter's here somewhere. We gotta save her. No end to these monster sticks. They're wearing me down. We're wearing them down. They're scared of you. We're gonna save that girl. I'm picking up a life reading. Not the time for jokes, dude. Hey, what jokes? You don't have life readings. You never will have life readings. Call it intuition then. A message from my soul. We'll save her. This Baxter girl. She's your friend? She was my best friend. Only friend, come to think of it. We kind of grew apart. I got too busy with, you know. Sad, lonely Elvis. I can be your friend, if you want one. That sounded weird. I take it back. Yeah, we can be friends. Just tell me why you smashed that hologram. The real reason. Elvis. This is so much bigger than you can... Ah, forget it. Friends are overrated. I'm looking for family. Come on. Baxter needs us. Spindthrift ruins up ahead. That's where Baxter was. We have to find her and get her back to her dad. Ooh, I smell a fight up ahead! Bring it the hell on. Elvis, we've been watching. Yeah. Like what you're seeing? Your training advances, but your head is noisy, filled with doubts and dreams. What's wrong with dreams? Empty your head. Always keep an open mind. The truth won't come from others. The truth will come from within. You sound like Mama. Sweet. 70 Schaden, 100 Crit Schaden, Level 2 Sturmgewehr. Und die beiden Sachen raus, dann nimmst du das MK2 Sturmgewehr. Den Menschenzerreißer. Look, a real steamboat still intact. More precious than a pyramid. Ja.
Noch mehr Kröten. Ein guter Zeitpunkt zum Speichern.